Wir sind die Gruppe hinter Smike. Das ist eine ähnlich kreative Verschmelzung wie Hackathon. Kommt aus Smart und Bike. Ja, wir fanden irgendwie... Egal. Und das war doch halbwegs kreativ noch. Ja, und wir wollten damit vor allem das Problem lösen, dass wenn man Fahrrad fährt, man ja gerne dabei Musik hört und häufig diese Musik aber nicht zur Trittgeschwindigkeit passt und man dann gerne mal langsamer fährt, als man eigentlich fahren wollen würde oder halt schneller, als man eigentlich könnte. Und um dann die jeweilige Person vom Kollaps zu bewahren, haben wir jetzt einen kleinen Raspi da hinten rangebaut. Dazu wird euch aber auch gleich Jonathan nochmal was sagen. Und der macht jetzt im Endeffekt es so, dass durch einen Magnetsensor an der Pedale die Musik abgespielt wird, die halt zur Drehgeschwindigkeit passt. Ja. Ach genau. Und dann war uns dann, als wir das fertig geprogrammiert hatten, hatten wir noch etwas Zeit übrig und wir haben dann noch eine zweite Sache mit dem Raspi gemacht. Ja, dazu möchte ich euch was erzählen. Und zwar gibt es ja neben dem Problem, dass man, wenn man Musik hört, nicht den Beat tritt, noch ein weiteres Problem, und zwar das Sicherheitsproblem, dass oftmals Autofahrer, besonders Taxifahrer, sehr aggressiv fahren und vielleicht auch auffahren. Und besonders wenn man bremst, ist das eine sehr hohe Gefahr. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht ein Bremslicht anbauen und das wollen wir auch gleich alles einmal ausprobieren. Ich gebe es jetzt nochmal zurück. Ja, genau. Um den Raspi vernünftig ans Fahrrad zu montieren, haben wir eine Hülle gebaut, welche wir mit SketchUp modelliert haben. Diese Hülle sieht man hier und die Hinterseite ist rot transparent, damit man vernünftig das Licht durchsieht. Genau, wir versuchen das jetzt mal. Willis, ja. Gut, dann wollen wir. Wenn man jetzt anfängt zu treten, dann wird sich das Lied ändern, je nachdem, wie schnell man halt tritt. Der Übergang ist noch nicht ganz ausgearbeitet, da wissen wir auch noch nicht, woran es liegen könnte. Theoretisch sollte es funktionieren, aber naja. Und wenn man jetzt, Matteo, jetzt hier gleich die Bremse betätigen wird, geht ein Bremslicht an. Danke. Das sind bislang die Funktionen von Smike. Vielen Dank.